Ich begrüße Sie herzlich zu unserem fünften Mini-Webinar. Und heute geht es darum, wie ich einen Projektplan drucke, beziehungsweise wie ich den Druck einstellen kann, sodass ein schöner Projektplan herauskommt, den ich verschicken kann oder ausdrucken kann in InLux für Outlook. Mein Name ist Sintran, ich bin bei der Firma InLux in der Marketing- und PR-Abteilung tätig, unter anderem verantwortlich für unsere Webinare und bin Ihre heutige Moderatorin. Bevor es losgeht mit unserem heutigen Referenten Tim Rohleder, möchte ich Ihnen noch ein paar technische Hinweise geben. Sie sehen, Sie sind alle stumm geschaltet, können aber jederzeit während des Webinars Fragen im Fragenpanel eingeben, in Ihrem Bedienpanel. Und ich sammle die Fragen und werde sie dem Referenten dann am Ende des Webinars in den letzten 10, 15 Minuten, je nachdem, wie schnell oder langsam wir vorankommen, stellen. Das Webinar wird auch aufgezeichnet, so dass Sie natürlich das alles, was heute gezeigt wird, auch im Anschluss noch einmal anschauen können. So, das war's dann vorerst mal von mir und ich übergebe an dich, Tim. Ja, vielen Dank. Auch von mir natürlich herzlich willkommen zum Webinar Projektplan drucken. Ganz kurz noch zwei Wörter zu mir. Bin jetzt seit ja, knapp 2 Jahren bei InLux und ja in der Kundenbetreuung und dafür zuständig, dass die Kunden auch glücklich mit InLux sind und damit gut arbeiten können. Und ja, heute wollen wir uns eben genau mit dem Projektplan Druck beschäftigen und da würde ich sagen, steigen wir auch direkt ein. Und zwar gehen wir mal ins Outlook. Das kennen Sie, die Projektliste. Und ich habe hier auch schon was vorbereitet. Ein Projekt, das öffnen wir jetzt mal. Genau, habe hier keine Daten eingetragen. Das soll ja nur veranschaulichen, wie man mit dem Druck zurechtkommt. Genau, wir wollen uns die Planung anschauen, das ist ganz klar. Hier habe ich jetzt so ein paar Informationen vorbereitet. Und diesen Plan wollen wir jetzt drucken. Ganz kurz, Sie finden es hier unter Ansicht und dann unter Drucken. Genau, da wird gleich ein neues Menü geladen. Was ich mir natürlich vorher als Gedanken machen muss, was möchte ich überhaupt drucken? Also vielleicht zeige ich es einfach mal. Wenn wir jetzt hier auf Drucken klicken, dann wird eben die Druckvorschau geladen und Sie sehen, es ist hier auf der rechten Seite eigentlich genau das, was ich auch vorher gesehen habe. Also vielleicht als Vergleich, wenn ich jetzt sage, ich möchte nur die ersten beiden Ebenen sehen, klicke jetzt auf Drucken, dann wird man jetzt hier einen Unterschied sehen und zwar genau das, was ich ausgewählt habe, sehe ich auch jetzt. Ich nehme die anderen Sachen mal wieder mit rein, genau, und sage wieder Drucken. Was man vielleicht noch gesehen hat, dass ich einige andere Spalten drin habe bei der Projekt- oder bei der Planung als jetzt hier im Druck. Und nehmen wir das vielleicht vorweg, wenn wir gerade dabei sind. Diese Spalten stellen Sie einmal in der Druckvorschau ein und die werden dann auch für die Zukunft gespeichert. Bedeutet, hier unter Spalten kann ich sagen, ich möchte auch den berechneten PSP-Code mit drin haben und dann wird auch dieser mir hier in der Druckvorschau angezeigt. Bedeutet, wenn ich jetzt schließen würde und es wieder neu starten würde, wäre jetzt auch immer der PSP-Code mit drin. Genau, das Gleiche kann ich natürlich hier auch für die Arbeitsdauer, das jetzt mal entfernen, weil das ist jetzt nicht so relevant. Das brauche ich nicht. Die Startdaten reichen mir vollkommen aus und damit möchte ich arbeiten. Genau, sonst können wir jetzt vielleicht mal von links nach rechts durchgehen. Und zwar hier ist ein Von-Bis-Bereich. Ich kann also hier ein Datum auswählen. Ich nehme jetzt mal vielleicht den 25. und möchte das Ganze, ja, jetzt hat er mir den 28. ausgewählt. Nehmen wir mal vielleicht einen bisschen größeren Bereich bis zum 31. Sie sehen, er berechnet mir dann immer alles neu und zwar hier auf der rechten Seite. Um jetzt wieder alles zu sehen, muss ich dann eben wieder den 23. auswählen. Und hier nehme ich den 17.04. Da endet mein Projekt. Genau, jetzt habe ich wieder
alle Informationen drin und auch eben die Zeit eingestellt, die ich sehen möchte. Genau, nächster Bereich wäre eben die Tabellenbreite. Man sieht es jetzt hier. Jetzt ist das Ganze auf zwei Seiten, also ja, vielleicht auch Seitenanzahl genannt. Jetzt haben wir es alles auf drei Seiten aufgeteilt und das kann ich eben hier über die Tabellenbreite einstellen. Ich gehe mal wieder zurück. Dann kann ich die Skalierung einstellen. Das heißt, ich kann hier sagen, wie groß soll denn eigentlich dieser Bereich sein? Und man sieht es jetzt auch hier, das ist alles etwas größer geworden. Ich kann sagen, ich möchte die Tabellen auf allen Seiten haben und dann sind diese hier eben auch auf allen Seiten tatsächlich angezeigt. Das ist diese Einstellung, die ich hier treffen kann. Gehen wir wieder auf Standard zurück. Gut. Dann kann ich hier oben diese Leiste einstellen. Was möchte ich dort sehen? Also könnte jetzt hier sagen, ich möchte mir das Ganze in Tagen anzeigen lassen. Das heißt, hier ist jetzt eine neue Skalierung. Das sind die einzelnen Tage. Das kann ich auch als Wochen anzeigen lassen. Dann ist die untere Skalierung eben in Wochen und oben geht dann der Monat drüber. Oder eben auch als Jahre, wenn man es so anzeigen möchte. Das heißt, 2021 macht bei diesem Projekt jetzt wenig Sinn, aber kann für einige Projekte ja durchaus spannend sein. Vielleicht dieser Ansicht ganz gut jetzt für unser Projekt. Man sieht, es läuft über 2 Monate und auch da kann ich jetzt schon Informationen gewinnen. Gut, die Spalten hatten wir uns gerade schon angesehen. Also da alle Positionen, die Sie auch in der wirklichen Planung kennen, können hier angezeigt werden. Also das da machbar. Dann eine wichtige Einstellung, um das Ganze hier richtig dargestellt zu haben, kann ich unterschiedliche Drucker wählen. Und dann nehme ich vielleicht mal hier diesen Laserdrucker. Da soll das Ganze ausgegeben werden. Und jetzt kann ich abhängig von der Leistung des Druckers auch auswählen, in welcher Größe mir das Ganze angezeigt werden soll. Also kann jetzt sagen, das soll ein Druck auf DIN A3 sein. Und man sieht, das Ganze ändert sich. Es wird jetzt eben auf DIN A3 gedruckt und kann das dann auch auf ja, DIN A1 wird jetzt hier wahrscheinlich relativ sinnfrei sein. Kann hier mal ein bisschen rauszoomen. Man sieht, das ist jetzt ziemlich groß, also für größere Planungen sicherlich relevant. Für diese Planung braucht man diese Größe jetzt hier wahrscheinlich nicht. Ich gehe mal auf DIN A3 zurück. Und wir haben jetzt gesehen hier diese einzelnen Zoom-Stufen. Das kann ich hier einstellen. Ja, Seitenränder, das kennen Sie aus allen anderen Programmen, Word und sowas. Die kann ich hier natürlich auch einstellen. Das heißt, ich kann hier angeben, wie viel Millimeter zum Seitenrand möchte ich haben. All das einstellbar sind sicherlich bekannte Informationen. Gut, dann die Skalierung. Ich kann jetzt mal hier vielleicht auf 50% gehen und Sie sehen, jetzt ist das diese Planung eben auf 50% runtergerechnet worden. Und genau, damit kann ich hier auch noch weitere Einstellungen treffen. Ich gehe wieder auf die 100% und habe hier meine ja, standardmäßige Planung. Diese Zoom-Stufen hier sind tatsächlich wirklich nur die Ansichten, also es hat keinen Einfluss auf die Größe dieser Planung, sondern nur, wie Sie sich das Ganze anschauen möchten und eben die einzelnen Zoom-Stufen. Genau. Nächster Punkt wäre das Wasserzeichen. Hier ist es so, jetzt können Sie Ihre Planung noch absichern, also können hier einen Text eingeben. Ja, nehmen wir doch einfach das Wasserzeichen, kann hier einstellen, wie soll das Ganze eingestellt werden. Ich nehme es jetzt mal als horizontal, kann eine Farbe auswählen und eben auch die Transparenz wählen. Und na, wo ist es? Da sollte es eigentlich dann auch drin sein. Kurzer Hinweis, du müsstest noch einstellen, dass es im Vordergrund angezeigt wird. Ja, vielen Dank. Das habe ich jetzt gerade auch gesehen. Genau, also jetzt ist es im Vordergrund drin
Und ja, das Wasserzeichen jetzt hier auch zu sehen. Das wäre noch etwas, um das einfach vielleicht abzusichern. Firmennamen reinsetzen, dass das eben auch Ihre Planung ist. Das hier möglich. Sie können auch Bilddateien reinsetzen. Das wäre auch möglich. Und genau so kann man dann damit arbeiten. Gut, was gibt es noch für Optionen? Also natürlich können Sie das Ganze drucken, alle bekannten Einstellungen. Sie können den Drucker auswählen, wo es gedruckt werden soll und so weiter. Sie können das Ganze aber auch exportieren. Und da haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können es als PDF-Datei exportieren oder auch als Bilddatei, um das Ganze vielleicht noch weiter zu bearbeiten. Also da vielleicht noch weitere Informationen hinzufügen, dass dann mit Paint, was auch immer Sie dort nutzen, dass da die Möglichkeiten noch zusätzlich. Und eine sehr schöne Funktion, um das Ganze schnell zu versenden, können Sie sagen, hier E-Mail und das Ganze als PDF, können dann jetzt hier noch weitere Einstellungen treffen und dann sagen, soll das kurz gespeichert werden und dann wird eine E-Mail erzeugt und diese Datei wird dann dort auch angehangen an die E-Mail und Sie können es direkt an die Kunden weitersenden und genau, das alles direkt aus der Planung heraus. Ja, das soweit zum Druck und jetzt bin ich ganz gespannt auf die Fragen, die kommen zum Planungsdruck. Vielen herzlichen Dank. Tim, es sind Fragen reingekommen. Ich würde sagen, ich fange einfach mal von oben an. Und zwar hier eine Frage ist, Inux merkt sich die Einstellung, wie zum Beispiel die Spaltenauswahl bei uns nicht so wie vorgeführt. Leider müssen wir diese immer wieder erneut eingeben. Ist dies eine kürzlich eingeführte Funktion? Wir arbeiten mit der 10.2.3. Diese Funktion, oh, bin ich gar nicht sicher, wann die eingeführt wurde. Also mit der 10 ist der Planungsdruck definitiv überarbeitet worden. Ich meine aber in der 10.2.3 müsste das drin sein. Ich arbeite momentan mit der 10.2.5. Da funktioniert es, kann den Fehler jetzt gerade so nicht nachstellen. Aber genau, müsste man vielleicht nochmal im Nachgang klären, wann das ja, geändert worden ist, oder ich weiß nicht, Lynn, weißt du da etwas? Ich weiß das tatsächlich auch nicht genau, ob das schon von vornherein da war oder ob das irgendwann eingeführt wurde in einer kleinen, in einem kleinen Update. Ich würde sagen, wir kommen dann nochmal einfach auf Sie zu und schauen uns das nochmal genauer bei Ihnen an, wieso das denn da nicht funktioniert, was denn dahinter steckt. Und verbleiben so, würde ich sagen. Genau, also da vielleicht uns gerne die Kontaktdaten senden, dass wir uns das dann im Detail nochmal anschauen können. Genau, das klingt doch gut. Sehr schön. Und dann hier die zweite Frage. Hallo, Rohleder, bei der Größe steht A3 bei mir nicht zur Auswahl. Woran liegt dies? Das liegt tatsächlich an dem gewählten Drucker. Also ich kann hier, vielleicht zeige ich es Ihnen mal. Wenn ich jetzt einen anderen Drucker wähle, dann gibt es zum Beispiel bei mir diese Größe auch nicht. Also das ist abhängig davon, welchen Drucker Sie zur Verfügung haben und ob er überhaupt A3 drucken kann oder nicht. Davon hängt das Ganze ab. Super. Und dann hier ist eine Frage zur Spaltenbreite. Kann man die Spaltenbreite automatisch einstellen lassen? Bei vielen Spalten wird nicht immer der gesamte Inhalt angezeigt. Datum zum Beispiel, ist immer abgeschnitten. Die Spaltenbreite, diese meinen Sie hier, oder? Also, das, die Spaltenbreite. Ich meine, die kann man nicht einstellen. Vielleicht, wenn du einfach mal ein paar mehr Spalten einblendest, dann können wir sehen, wie das aussieht. Also ich glaube, das passt sich normalerweise an den Inhalt direkt an. Ja, also bei hier zum Beispiel das Datum wird hier jetzt nicht abgeschnitten. Also bei mir ist es nicht so. Müsste man vielleicht
auch nochmal anschauen, dass man das im Nachgang schaut oder vielleicht auch mit der neuesten Version probieren. Es könnte sein, dass das auch behoben worden ist. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir doch zur nächsten Frage. Und zwar, die Auflösung der Druckdatei ist sehr gering. Wie kann ich diese erhöhen? Die Auflösung der Druckdatei. Schau mal, was ist hier für Qualität der Bilder? Vielleicht ist das eine Möglichkeit, dass man hier sagt, dass es am höchsten sein soll. Also das wäre das Einzige, was mir einfällt, um das Ganze zu erhöhen. Ansonsten bin ich da leider auch überfragt. Oder genau hier sonst, dass man hier dann wirklich das, ich glaube, PNG ist schon das höchste oder ein BMP ist auch eine sehr hohe Auflösung. Damit sollte es auch möglich sein. Ja, und dann hier bei der Auflösung die DPI genau. Vielleicht, DPI-Anzahl vielleicht ein bisschen erhöhen. Das müsste auch auf jeden Fall was helfen. Ansonsten nehmen wir natürlich Ihr Feedback auf, alle Punkte, die Sie heute genannt haben, werden wir natürlich auch aufnehmen. Und wenn sich dann herausstellt, dass es nicht ganz so optimal funktioniert, wie es sollte, werden wir es natürlich auch an die Technik weiterleiten, sodass es natürlich behoben wird. Genau. Gibt es denn sonst noch weitere Fragen? Wir haben noch relativ viel Zeit. Der Planungsdruck nimmt tatsächlich nicht so viel Zeit in Anspruch. Wir haben aber genau Zeit für Ihre Fragen, falls Sie noch Fragen zum Druck haben. Wenn keine Fragen mehr sind, möchte ich Sie eben nochmal darauf hinweisen, dass Sie, wenn Sie vielleicht im Nachgang nochmal, wenn Sie dann nochmal Ihren Druck suchen und dann noch irgendwelche Punkte finden oder Fragen haben, wie das denn alles genau funktioniert, dann können Sie natürlich jederzeit Herrn Rohleder kontaktieren. Er ist Customer Success Consultant, also er ist wirklich dafür da, dass Sie erfolgreich sind bei Ihrer Planung, aber natürlich auch Ihre normalen Ansprechpartner bei Inlux, beziehungsweise bei unseren Inlux-Partnern, können Sie natürlich auch jederzeit kontaktieren und wir helfen Ihnen dann natürlich gerne weiter, schauen es an und schauen, wie Sie da am besten mit Inlux arbeiten können. Auch bieten wir natürlich weitere Webinare an. Die Termine für das zweite Quartal werden in den nächsten Tagen online gestellt. Es gibt natürlich weitere Mini-Webinare zum Arbeiten mit Inlux und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie dann natürlich auch wieder mit dabei sein könnten. Und da ist noch eine Frage reingekommen. So. Sehr gut. Hier ist noch eine Frage zur Einstellung von BIS. Die Einstellung von BIS hat nur eine Auswirkung auf das Gantt-Diagramm und nicht auf die Vorgänge. Ist das so gewollt? Ja, also es ist schon so, dass dieses von BIS diesen Zeitrahmen hier abdeckt. Das ist so gewollt. Also einzelne Vorgänge wüsste ich nicht, was das von bis da meinen kann. Ich glaube vielleicht die Tabelle, weil das die Tabelle quasi nicht abgeschnitten ist. Ja, man sieht hier bei dem von bis ist keine Uhrzeit auswählbar. Und wenn ich jetzt hier sage, okay, 10.38 Uhr, ja, und vielleicht um 12 Uhr beginnt einer, welcher wird genommen, wo startet man, das ist dann vielleicht etwas schwierig. Genau, aber es ist tatsächlich hier auf das Ganz ausgerichtet und nicht auf die Vorgänge. Also rechte Seite ja, zeilenweise leider nicht. Und dann natürlich auch die Frage, soll das das Startdatum sein, soll das das Enddatum sein? Das wäre alles etwas, was man einstellen müsste, um das richtig darzustellen. Von daher, genau, richtig erkannt, es ist tatsächlich auf die rechte Seite bezogen. Okay, super. Dann kam hier noch eine
ganz andere Anfrage, falls eben, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, eben falls keine Fragen zum Drucken mehr kommen, ist hier nochmal eine Anfrage, ob du doch kurz mal zeigen könntest, wie man die Verkettung der Vorgänge herstellt, damit sich diese auch verschieben, wenn man einen Vorgang verschiebt. Okay, klar, sehr gerne. Dann gehe ich da mal raus. Und zwar hier sieht man schon, ist eine Verkettung vorhanden. Ja, vielleicht nehme ich es einfach mal alles raus. Und ja, dauert jetzt ein bisschen, muss alles entfernen. Genau. Und dann sage ich, ich hätte gerne zwei Vorgänge. Das Verketten funktioniert auf mehrere Wege. Also auf der einfachste Weg ist, ich markiere die Vorgänge, die ich verketten möchte und klicke hier oben auf automatisch verketten. Und jetzt ist hier schon eine Abhängigkeit drin. Bedeutet, wenn ich diesen Vorgang verlängere, verschiebt sich dieser automatisch. Man sieht es hier vielleicht ganz gut an der Startzeit. Die ist jetzt auf 10 Uhr und jetzt ist sie auf 14 Uhr. Also das verschiebt sich automatisch mit. Beide markieren, Anordnungsbeziehungen entfernen, auch das funktioniert wieder. Und ein anderer Weg ist, ich klicke hier auf einen Vorgang, also möchte von dem oberen Vorgang, gehe dann mit der Maus nach unten, bis diese Linie hier erscheint, ziehe das auf den Vorgang, den ich verketten möchte. Und auch so habe ich die Verkettung hinbekommen. Kleiner Hinweis noch, mit einem Doppelklick hier auf den Pfeil können Sie die Anordnungsbeziehung ändern, also können hier auch sagen, die beiden sollen zeitgleich starten mit einem Zeitabstand von einem Arbeitstag und man sieht, die Richtung des Pfeils ändert sich, also von Start zu Start und eben ein Tag liegt dazwischen und dann startet eben der neue Vorgang. Ich hoffe, dass so die Frage wurde so beantwortet. Ansonsten haben wir auch natürlich bieten wir Schulungen an, auch Online-Schulungen natürlich in der heutigen Zeit. Genau, falls Sie da noch Bedarf haben, können Sie gerne nochmal auf uns zukommen. Und wir machen dann ein Angebot. Hier ist auch noch eine Frage zur Verkettung nochmal. Gibt es denn eine Möglichkeit, auch Aufgaben zu verketten? Nein, diese Möglichkeit gibt es tatsächlich nicht. Also eine Aufgabe ist immer zugehörig zu einem Vorgang. Aufgaben untereinander kann ich vielleicht auch kurz zeigen. Ja, das war zu schnell. Da, genau. Also diese kann ich jetzt hier nicht verketten. Das funktioniert nicht. Das ist so nicht möglich. Ich kann aber Vorgänge zu den Aufgaben erstellen und diese Vorgänge dann wieder untereinander verketten. Wäre eben eine Ebene mehr, die man mit reinnehmen muss, um Aufgaben zu verketten. Okay, super. Dann noch eine Frage. Kann man zwei Vorgänge verketten, wenn dazwischen andere Vorgänge liegen, die nicht mit eingebunden werden sollen? Ja, schauen wir uns an. Nehmen wir hier nochmal wieder alles raus. Ja. So, ja, ich möchte es entfernen. Und jetzt habe ich hier mehrere Vorgänge. Wieder gleiches Spiel. Ich kann diese beiden automatisch verketten und Sie sehen, die anderen bleiben liegen. Anordnungsbeziehung lösen und auch natürlich funktioniert es so. Kann jetzt hier anwählen. Er wird hervorgehoben und kann dann sagen, okay, dieser Vorgang und dann soll vielleicht dieser Vorgang miteinander verkettet werden und diese beiden sollen verkettet werden. Also da alle Möglichkeiten, unterschiedlichste Vorgänge miteinander zu verketten. Super. Ich blicke auf die Uhr. Wir haben noch ein wenig Zeit. Ein kleiner Hinweis auch zur Planung. Es wird auch ein Mini-Webinar zum Projektplan geben. Ich glaube, das ist nicht der nächste, aber der übernächste. Ich glaube, im Mai sollte der sein. Und da geht es wirklich darum, wie man mit dem Projektplan arbeitet, was man beachten sollte. Einfach eine kleine Einführung, eben solche Sachen auch mit Verkettung. Da gerne auf jeden Fall nochmal. Würden uns natürlich freuen, wenn Sie da mit dabei sind. Die Termine schicke ich auf jeden Fall noch, sobald Sie da sind, rum.
dann hier kann ich ihm auch empfehlen, unseren Newsletter zu empfehlen, weil da bewerben wir natürlich auch unsere Webinare. Ansonsten kennen Sie wahrscheinlich auch schon unsere Webinar-Seite auf unserer Webseite, einfach unter Produkte und Webinare. Da sehen Sie natürlich auch alle unsere Webinare, die wir in naher Zukunft anbieten. Super, dann würde ich sagen, machen wir doch Schluss für heute. Vielen herzlichen Dank, dass Sie so rege teilgenommen haben. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Und wie gesagt, würden wir uns freuen, wenn wir Sie auch bei einem unserer nächsten Webinare nochmal begrüßen dürfen. Und Sie erhalten die Aufzeichnung des heutigen Webinars in den nächsten Tagen. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Restwoche. Bleiben Sie gesund und bis bald. Ja, auch von mir nochmal vielen herzlichen Dank für die rege Teilnahme und genau, wenn Fragen sind, gerne jederzeit auf mich oder einen meiner Kollegen zukommen. Wir beantworten Ihre Fragen sehr gerne und ansonsten viel Erfolg beim Planen und natürlich auch beim Drucken. Dankeschön.